Für den Text zur hinduistischen Gottheit Vishnu verwenden wir den Wikipedia-Artikel. Den entsprechenden Link findest du unter dem Lernfilm. Du kannst aber natürlich auch mit einer beliebigen anderen Webseite parallel zu mir mitarbeiten. Also es ist nicht zwingend, dass du jetzt zu diesem Vishnu auch einen Text gestaltest. Wir kopieren den ganzen Text vom Titel weg bis mit dem zweiten Artikel. Mit Bearbeiten, Kopieren wird dieser Text in den Zwischenspeicher befördert. Und wenn wir jetzt eine neue Word-Datei öffnen, so legen wir zunächst die Seitenränder fest über Format, Dokument, soll oben und unten je 2 sein, links dafür 3 und rechts wieder 2. So haben wir einen etwas breiteren linken Rand. Und mit Bearbeiten einfügen wird dieser Text mit allen Formatierungen in Word reinkopiert. Unter anderem siehst du hier auch noch eine Tabelle. Die Schriftgrößen sind sehr ungleich. Wir haben hier Links, die ziemlich stören. Also eine etwas ungefreute Sache. Um jetzt uns sehr viel Handarbeit zu sparen, wählen wir die sogenannten Einfügeoptionen. Die werden gleich nach dem Reinkopieren ganz im Anschluss an den Text eingeblendet. Und hier wählst du nur den Text übernehmen. So werden jegliche Formatierungen entfernt. Eine andere Möglichkeit wäre beim Einfügen eben Inhalte einfügen bzw. einfügen und an Formatierung anpassen zu wählen. Ja, den Text müssen wir jetzt noch kräftig säubern. Da hat es Bildunterschriften drin. Es hat so Lexikonbezüge, die wir nicht brauchen, in Klammer. Es hat Zitatangaben, es hat das Inhaltsverzeichnis. Damit du dich etwas besser orientieren kannst, empfehle ich dir, da die Vorlage zur Hilfe zu nehmen. Da siehst du, was wirklich reingehört. Bei den Untertiteln hat es immer noch so Zusätze von Wikipedia. Hier noch 2 Nummern in Klammer für die Fußnoten. Ja, und ich denke, jetzt sind wir mehr oder weniger soweit.